Der 15. Januar feiern die Amerikaner den Martin Luther King Jr. Day. An dem Kontext wird die US-Ambassade am Algier für eine Konferenz. Die Elizabeth Bloxham hat uns mir erklärt, was die Idee hinter dem Event ist. Welche Erwartungen und Ziele verfolgt ihr mit diesem Vortrag? Dieses Projekt auf extra für den LGE kreiert. Es war ein Zusammenarbeit zwischen dem Lycée und der amerikanischen Ambassade und somit eine Gelegenheit für über den Martin Luther King Day zu schwätzen und über den Black History Month, den im Februar stattfand. Wird. Ich schon mit meinen Katriams und Rosiams-Klassen über das Civil Rights Movement geschwärzt. Daher war es ganz interessant, die Diskussion auch heute mit den Dösiamen und Premieren auf einem anderen Niveau zu feiern. Wie waren die Reaktionen von den Schülern auf ihre Projekte? I think today we were very pleasantly surprised. Wir waren ganz positiv überrascht. Viele Schüler hatten viel zu sagen. Die Schüler sind ganz gut daran, eine Verbindung zwischen dem Amerika aus den 50er und 60er Jahren und ihrer eigenen aktuellen Situation herzustellen. Das kann ganz schwierig sein, dafür war ich ganz positiv überrascht, dass die Schüler daran so interessiert und engagiert waren. So engaged and so eager to make those connections. Wie der das heute dann erlebt, was sind ihre Reaktionen dazu? Was ich ganz interessant fand, weil das komischerweise ist etwas, wo man nicht der muss so viel an der Schule konfrontiert geht. Also es geht nicht so, der muss so viel darüber geschwärzt, auch wenn ich vielleicht mengt. Ich habe das Gefühl, dass viele von den Leuten, die hier sitzen, für die Stücke alle müssen intervenieren, darüber schwätzen. Und ich war auch ziemlich schockiert über die Ignoranz von verschiedenen Leuten, die geschwärzt haben. Also, ich weiß nicht, das ist aber immer noch wichtig, auf jeden Fall mit all den Flüchtlingsproblemen ist aber wichtig, dass ich über so Sachen abgeklärt ist, für das nicht damage zu machen, wie alles, was schon geschieht ist. Also ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind, weil das eben als ein Einblick genügt über Ihre Meinung. Und ich bin ziemlich entsetzt über die Meinungen von verschiedenen Leuten. Also, dass ich Mensch bekannt, dass noch immer so viele rassistische Bemerkungen, respektive so viele Leute lassen sich von den Medien beeinflussen und haben wirklich kritisch denken. Und ich meine, aber in so einer Gesellschaft von meinem Leben, dass es immens wichtig ist, dass ich in Sachen nach vorne gehe und dass ich eben probiere, dass ich eigene Meinungen zu meinen respektive zu recherchieren. Und ja, ich bin aber froh, dass eben auch Leute da waren, die eben meine Meinungen unterstützt und respektiv auch eine eigene Meinung hatten und auch sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Am Vortrag wurde Martin Luther King sing I Have a Dream Ried erwähnt. Gibt er da so ein, dass den Drama in Erfüllung gegangen ist? I think that that's a difficult question. Das ist eine schwere Frage. Wo der Präsident Barack Obama gewählt wurde, haben viele Leute gesagt, dass die Erfüllung von Martin Luther singen im Drama und dass der Rassismus in Amerika river wird. Ich fand das eine enorme Vereinfachung zu sagen, dass den Rahmen dadurch erfüllt ist. Wir sind im guten Weg, wir haben noch immer viele Herausforderungen, denen die USA und Welt sich bezüglich dem Thema zu stellen hat. Was kann den einzelnen Bürger machen, für gegen den Rassismus umzugehen? Again, it's a tricky question, but I think it's a great one. I think we talked about in the discussion today, it's important to vote for leaders who represent what you want in your country or in the EU. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, sich aus seinen alltäglichen Interaktionen bewusst zu gehen, ob er selber Diversität unterstützt und der Courage dazu hat, die Leute, die anders sind, zu akzeptieren. Für mich ist das der leichteste Weg, gegen Diskrimination umzukämpfen. On the home front is to do it in your day-to-day interactions. I think that Luxembourgish students are... Es gibt meiner Meinung nach mehr detaillierte Aspekte von dem Movement, über die sie an der Klasse nicht Gelegenheit kriegen, zu schwätzen. Doch hier war es extrem flott für mich, an Klassen zu gehen und über etwas zu schwätzen, was ganz wichtig für die Geschichte von meinem Land ist, und zu probieren, eine Verbindung zu der Geschichte von Lützeburg herzustellen.